Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 293. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um ein Tierheim für Fische. Oliver Knott, bekannt als Aquascaper, hat ein neues Projekt gestartet, was ich wirklich toll finde. Dazu aber gleich mehr. Hallo Oliver, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Hallo Lukas, ja, mir geht's eigentlich ganz gut, kann man so sagen. Jo. Oh. Was sind denn gerade so deine aktuellen Projekte und richtest du eigentlich trotz Corona auch noch Aquascape-Aquaren ein? Und, beziehungsweise wie war das letzte Jahr so für dich? Ja, ich meine, wir sind ja in der glücklichen Lage, in der Branche tätig zu sein, wo fast eigentlich schon profitiert hat von Corona, weil das Hobby natürlich hochgehalten worden ist. Deswegen, also die Auftragslage war eigentlich gut, ne? Auch klar, ein paar Projekte sind ins Wasser gefallen. Jetzt, wenn man jetzt so Messen sieht oder international, das geht halt jetzt gerade nicht mehr. Aber insgesamt kann man sich eigentlich nicht beschweren. Also das ist wirklich auf hohem Niveau. Projekte sind immer mal dabei, private, und die laufen dann. Also das ist eigentlich, läuft eigentlich ganz gut, kann man so sagen. Ne? Ja, das freut mich sehr zu hören. Du hast oder möchtest ein Tierheim für Fische eröffnen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Das ist auch entstanden mit einem Kunden von mir, von der Firma Jöst Aquaristik, die ist im Odenwald ansässig. Und da habe ich durch Zufall mal, der hat so zwei große Wabenschilderwesen im Aquarium drin gehabt. Und dann habe ich auch mal durch Zufall gesagt, ja, irgendwie, ich kenne die Fische, ne? Die kommen dann, ich war lange im Zoofachhandel tätig und dann kommen dann die Leute mit so einem 30, 35 Zentimeter Wabenschilderwesen und fragen, ob sie den annehmen können. Und die meisten haben das immer abgelehnt. Und dann habe ich ihm gesagt, eigentlich fehlt noch ein Tierheim für Fische, ne? Also du kannst, du hast Anlaufstelle für Hunde, Katze, für alle anderen Tiere, aber für Fische gibt es eigentlich keine Anlaufstelle. Und so ist dann die Sache irgendwie so langsam ins Laufen gekommen oder hat so damit begonnen, muss ich sagen. Und wie soll das Ganze funktionieren? Und ist es jetzt schon am Laufen? Ja, also die Basis ist schon mal da, ne? Wir haben also eine Fischanlage uns hingestellt. Das ist so eine typische Fischanlage, die man auch vom Zoofachhandel kennt. Die hat ungefähr das Gesamtvolumen von 4.000 Liter und noch zwei größere Becken mit jeweils 1.800 Liter. Die haben wir schon mal aufgebaut. Die steht, die ist am Laufen. Und also die Basis steht jetzt natürlich durch diese ganze Corona-Geschichte, konnte man das jetzt alles noch nicht so richtig forcieren. Aber es ist schon mal die Basis, schon mal die Grundvoraussetzungen, die stehen schon mal. Das ist schon mal das Wichtigste. Kann man sich jetzt darunter so vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt Fische, die möchte ich jetzt loswerden, weil ich das Hobby jetzt aufgebe, kann ich die dann bei dir jetzt da im Tierheim abgeben? Also so rein theoretisch sollte es mal so laufen, ja genau. Also ob du jetzt Hobbyaufgabe, dann gibt es Todesfälle, natürlich Umzug, zu große Fische. Also es gibt ja diverse, sagen wir mal, Problemfälle will ich nicht sagen, aber einfach Lebenssituationen, wo es halt doch manchmal halt nicht anders funktioniert und dann sollte es irgendwann mal greifen. Wir können jetzt natürlich jetzt nicht alles annehmen, aber es ist ja jetzt erstmal auch sehr regional. Also das heißt, wir sind im Odenwald, also im Heidelberg 20 Minuten, 30 Minuten, Darmstadt, Frankfurt so 30, 45 Minuten. So diese Region betrifft es so mal, so ganz grob. Und irgendwo muss man ja mal anfangen. Aber so ganz so vom groben Gedanken ist es schon so, ist es schon die richtige Idee, muss man so sagen. Ja, und das soll sich dann noch weiter national ausweiten? Ja, wenn wir Nachahmer finden, ist es ja ganz gut. Ne? Jetzt, also falls irgendeiner die Idee hat, wenn er das jetzt hört und möchte sowas selber mal machen, das kann ja auch erst mal kleiner anfangen, ist es natürlich eine super Aktion, weil wie gesagt, es gibt einfach keine Anlaufstelle. Und wenn wir jetzt, kommen wir nochmal auf Corona zurück, Aquaristik ist auch ein großer Gewinner von Corona. Und wenn ich mir dann überlege, dass es jetzt vielleicht doch vielleicht Leute gibt, die dann irgendwie zwei, drei Wochen in den Urlaub gehen und dann ihre Fische nicht mehr versorgen wollen und dann wissen sie nicht, wohin damit. Also ist es immer noch besser, man hat irgendwo eine Anlaufstelle, als wenn man so irgendwie, keine Ahnung, in der Alt reinsetzt oder was noch anderes mitmacht. Ne? Also. Ja, auf jeden Fall. Wie sieht's denn aus? Nehmt ihr da alles an? Habt ihr da bestimmte Kriterien, die man erfüllen muss? Ja, das ist natürlich ein dynamisches System im Moment. Also im Prinzip, da ich ja noch ein bisschen Erfahrung habe von meinem alten Beruf auf gut Deutsch,
weiß ich natürlich schon ungefähr, was geht oder was nicht geht. Also was im Moment ausschließend ist, sind Teichfische, also Kois oder sowas können wir nicht nehmen. Garnelen würde rein theoretisch gehen und solche Sachen. Und dann muss man kurz schauen, wenn das irgendwie die Größe des, also wir haben ja zwei größere Tanks auf gut Deutsch mit 800 Liter, da kann man auch was Größeres reinsetzen. Man muss immer ein bisschen, sagen wir mal, soll ich sagen, die Situation einschätzen. Ne? Und ja, das ist selber auch noch Neuland für mich oder generell für das ganze System. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da mal so langsam drankommen. Also wir haben ja auch schon angefangen teilweise. Es sind ja schon so ein paar Fische schon eingezogen. Also wird das Angebot angenommen. Ja, wenn wir noch mehr Werbung machen, natürlich schon, aber ich kann im Moment viel mehr Werbung machen, weil das ist ja alles noch so ein bisschen in dieser ganzen Phase läuft mit Corona und alles Mögliche. Da müssen wir auch ein bisschen das so ganz langsamer machen, ne? Also wenn wir es noch mehr promoten würde, wäre es wahrscheinlich noch mehr angenommen, aber es kommen dann schon immer noch mehr Leute jetzt so langsam ins Laufen. Ja, stimmt. Ja, es ist interessant. Was passiert am Ende mit den Tieren, die da abgegeben werden? Also das Konzept sollte eigentlich so laufen, die Besitzer bringen ihre Fische, wir setzen sie da rein, beziehungsweise da, wo sie halt reinkommen. Und dann wollen wir eigentlich die Möglichkeit wiederum geben, anderen Besitzer die Fische wieder ein anderes Zuhause sozusagen zu bieten. Das heißt, wenn jetzt einer irgendwie, das sind 20 Antennenwesen und der hat da... Der kann die bei sich einsetzen. Irgendwann können auch Händler kommen. Das wäre auch kein Problem. Wir hatten mal den Fall, dass ich hatte eine Auflösung von Trophäus Aquarium. Das waren 100 Trophäus. Das war so eine Zuchtgruppe. Das war ein Krankheitsfall. Und da haben wir das ganze Aquarium mitgenommen und das haben wir dann komplett vermittelt. Also, das ist so eine Sache. Die Möglichkeiten soll es vielleicht auch geben. Das komplette Aquarium vielleicht vermitteln. Eigentlich irgendwie, die Leute sollen dann praktisch die Fische, also das unentgeltlich nehmen wir die Fische an und die Leute, die es dann mitnehmen, die können ja dann irgendwas in die Kasse schmeißen, auf gut Deutsch, um das so ein bisschen zu unterstützen oder als Spende. Das ist so mal so der Grundgedanke. Aber eigentlich ist es eher so eine Goodwill-Geschichte. Okay, ja, das klingt doch gut. Ja. Wo bekommt man denn jetzt, wenn man jetzt in der Region vielleicht ist und vielleicht hat man ja jetzt hier als Zuhörer gerade den Fall, dass man Fische vielleicht abgeben möchte, wo bekommt man Informationen her, wo ich jetzt die Tiere abgeben könnte? Ja, also ich habe jetzt bei Instagram habe ich schon mal so eine Fischtierheim-Seite aufgebaut. Facebook wird auch noch eine folgen. Dann in Kombination mit der Firma Jöst Aquaristik, die diese ganze Sache auch sponsert. Das wird alles noch, also wir werden sicherlich auch eine richtige Webseite dann irgendwann bauen. Ne? Im Moment läuft das alles mehr oder weniger über mich dann auch ab, weil ich ja da auch Werbung mache ab und zu. Also das ist so im Moment ein Übergang, ein fließender Übergang. Aber irgendwann gibt es, also es gibt, wie gesagt, schon eine Fischtierheim-Instagram-Seite und es gibt dann auch eine Facebook-Fischtierheim-Seite und dann wird es wahrscheinlich auch eine Webseite geben, gehe ich davon aus. Und das Ganze heißt Fischtierheim oder Wir gibt haben es da es. einen speziellen Namen? Nö, nee, wir haben es einfach Fischtierheim. Gibt es noch nicht so richtig. Also. Ja, das ist auch ein einfacher Name. Genau. Du bist ja auch ganz groß beim Social Media unterwegs und Ja. ja, wo bist du da eigentlich so vertreten? Und ich habe jetzt gehört, du bist jetzt auch neu so oder relativ neu auf YouTube unterwegs. Was kann man da erwarten? Ja, also ich muss zugeben, ich bin kein YouTuber. Ne? Also ich bewundere das ja immer, wenn man das macht. Ne? Also wenn ich das sehe, die ganzen Jungs, die da unterwegs sind. Aber ich könnte nicht diesen Content liefern, die anderen YouTuber machen. Also mein YouTube-Inhalt ist eher zu vergleichen mit dem, was auf Facebook oder auf Instagram im Moment am Laufen ist. Vielleicht ändere ich mal meine Meinung irgendwann, aber im Moment lade ich da eher so die Sachen hoch, die halt auf Instagram oder auf Facebook so sich bewegen, weil halt auf YouTube brauchst du dich halt nicht anmelden. Das ist halt der große Vorteil. Das ist halt frei zugänglich, deswegen versuche ich den Inhalt, der bei mir auf Facebook und auf Instagram unterwegs ist, halt auch auf YouTube mit hochzubringen. Aber man weiß ja nie. Also zumindest mal einen Anfang, ne? Kann Auf jeden Fall, ja. man so sagen. Ja. Was hast du denn noch für Projekte gerade so in Planung? Hast du noch irgendwas, was in naher Zukunft kommen soll? Oh, ja, jetzt kommt das halt immer drauf an, ne? Also wie sich das da so alles, gerade das mit dem Fischgeheim, das ist ja jetzt, wie gesagt, alles so eher so eine, nicht kommerziell, muss man mal sehen.
Jetzt kommt es halt immer darauf an, wie sich das alles entwickelt. Natürlich wäre es ganz cool, wenn man mal wieder irgendwelche Messen oder sowas oder irgendwelche anderen Veranstaltungen mal hat, aber da sehen wir jetzt mal davon ab im Moment. Und ja, größere Sachen, mal schauen, was da so kommt. Ne? Also ich weiß noch nicht Okay. genau. Lassen wir uns Mal also gucken. überraschen. Genau, so ist es. Hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest? Oh, ja, also auf jeden Fall immer schön am Hobby bleiben. Also man hat ja jetzt gesehen, wenn man zu Hause sein muss, in Anführungsstriche, ist das Aquaristik halt schon eine coole Sache. Jetzt kommt natürlich wieder das Sommerloch, ne, wie immer. Aber Aquaristik ist ja auch 365 Tage im Jahr und deswegen finde ich das eigentlich cool, wenn man das weiter so, ja, promotet und auch die jungen Leute, die da immer hochkommen, finde ich eigentlich eine gute Sache. Und man kann ja, wie gesagt, nur hoffen, dass das alles mal wieder ein bisschen alles normaler wird und deswegen ja, am Hobby bleiben und mal gucken. Ja, vielen Dank für deine Eindrücke und beziehungsweise deine Vorschau so zum Fischtierheim. Ich wünsche Alles dir klar. ganz, ganz, ganz viel Erfolg damit und Okay. ich werde auf jeden Fall bestimmt davon was sehen. Alles klar. Dankeschön. Das war myfish.org aus Freude an Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org/Episode 293. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.